Hallo mein Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Schwangerschaftsupdate von mir. Heute geht's von der 13. bis zur 16. Schwangerschaftswoche. Die 16. nicht mit einbegriffen, denn da befinden wir uns gerade noch. Und ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und los geht's! Ja, das erste, was ich ja auch im letzten Update erwähnt habe, dass ich sehr, sehr schlimme Kreislaufprobleme habe und das hört auch immer noch nicht auf. Ich trinke wirklich genug und ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Die Frauenärztin sagt, das ist total normal, aber ja, das plagt mich einfach immer noch. Es nimmt ein bisschen ab, aber es gibt wirklich Tage, wo das wirklich sehr, sehr, sehr schlimm ist. Dann, was im Moment auch wirklich doll ist, sind die Mutterbänder. Also sie dehnen sich und das tut manchmal wirklich, wirklich sehr, sehr doll weh. Also es gibt Momente, wo ich wirklich den Bauch kraulen muss und ja, mich so ein bisschen bewegen muss, damit es aufhört. Also das ist wirklich im Moment sehr, sehr schlimm. Aber auch das wird ja irgendwann vergehen und immerhin ist es dafür ein Zeichen, dass der Bauch wächst und dass dem Baby gut geht. Genau, dann war in der Zeit oder beziehungsweise in der 14. Woche ja auch unser Ersttrimester-Screening. Da habe ich euch ja einen Vlog und ein Video gezeigt oder euch geboten. Und ja, ich glaube, da sind viele Emotionen hochgekommen und ich fand das auch wirklich sehr, sehr, sehr schön. Also ich war wirklich sehr glücklich an diesem Tag und ich schaue mir immer wieder die Videos an, wie mein kleines Mäuschen da durch die Gegend gehüpft ist. Ja, inzwischen wisst ihr auch, dass es ein Mädchen wird. Das haben wir an dem Tag auch erfahren. Und ja, ich bin einfach immer noch so glücklich. Und leider hatten wir keinen Frauenarzttermin seitdem. Das ja, dauert nämlich 6 Wochen. Also vom Ersttrimester-Screening bis zum nächsten Termin sind es wirklich 6 Wochen. Und das finde ich wirklich krass. Der Grund dafür ist der Wechsel der Frauenärztin. Ich habe ja schon mal in einem Video erwähnt, auch auf Instagram, dass mir meine alte Frauenärztin einfach nicht gefallen hat. Also ich war sehr unglücklich bei ihr. Sie hat immer so den Anschein gemacht, dass ich doch lieber abtreiben sollte. Und das finde ich einfach nicht schön. Ich finde, auch wenn ich jung bin, sollte man sich trotzdem als Frauenärztin für einen oder für ihre Patienten freuen. Und dementsprechend habe ich die Frauenärztin gewechselt. Und deswegen kam eben auch jetzt diese 6 Wochen zustande. Vorher waren es 5, jetzt musste ich noch eine Woche länger auf den Termin warten, den meine neue Frauenärztin bereithält. Danach bin ich mal gespannt. Danach haben wir um die 23. Woche das zweite große Ultraschall und dann mal sehen, wann meine neue Frauenärztin die ganzen Termine macht. Ja, Ende der 14. Woche war es auch so, dass ich ja immer mehr das Gefühl hatte, dass da was in mir drin ist. Also vorher war das immer so, ja, du bist schwanger, aber irgendwie steht das nur auf dem Blatt Papier. Und ja, in der 14. Woche habe ich erstmal das Gefühl, dass da wirklich was ist. Und ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber ich hatte einfach das Gefühl, dass da was in mir drin wächst. Und das habe ich euch auch auf Instagram erzählt. Und ja, weiß nicht, seitdem bin ich einfach total glücklich und schaue meinen Bauch so gerne an. Und der wächst ja auch langsam total fleißig. Und ja, dann am 14 plus 3 habe ich euch auch auf Instagram gesagt, dass ich mein Baby das erste Mal gespürt habe. Das war dann in der 15. Woche und alle oder viele haben mir gesagt, das kann gar nicht sein. Aber ich, würde es einfach gerne mal hier mit reinnehmen in das Update, weil ich einfach wirklich fest der Meinung bin, dass es wirklich die ersten Bewegungen waren. Das waren keine, ja, Tritte oder so. Und klar, man kann das von außen auch noch gar nicht sehen, nur innerlich spürt man das. Und das war eben, ja, als würde sie sich einfach einmal drehen und ihr Rücken einmal so an meiner Außenwand entlang, also an der Fruchtblase sozusagen einmal entlang und das habe ich eben so gespürt. Das war auch nur einmal ganz kurz und ja, seitdem achte ich da wirklich sehr drauf, aber es kam seitdem nicht wieder vor in diesem Update, aber in dem nächsten, was ich erwarte, erzähle ich euch dann mehr darüber. Ja, da merke ich auch immer öfters, dass meine Brüste immer wieder wachsen und dass meine Brustwarzen wirklich sehr, sehr schlimm brennen. Also es ist nicht mehr so ein
ich hatte wirklich nie Brustschmerzen oder so. Und das war auch wirklich nie bedeutsam. Und das hatte ich auch nicht als Schwangerschaftsanzeichen oder so, sondern jetzt habe ich wirklich so ein richtig großes Brennen. Das ist nur in der Brust, was immer, wenn man die anfasst, dann brennt es. Also, das ist wirklich total ätzend und es tut auch wirklich sehr, sehr weh. Und sonst habe ich aber nichts an den Brüsten, außer dass sie immer größer werden. Und im Moment sehr, sehr Schmerzen, wenn ich kein BH trage, also wenn sie sozusagen hängen. Dann habe ich wirklich einen sehr, sehr dolle Schmerzen in der Seite, als würde sich da irgendwas dehnen oder so. Aber es ist ja auch normal, die sind sehr, sehr schwer jetzt schon geworden und ist, glaube ich, denke ich, normal, dass das in irgendwas mal zieht oder so. Ja, dann hatte ich Ende der 15. Woche auch ziemlich doll mit Kopfschmerzen zu tun. Ich weiß nicht, woher das kam. Das war ungefähr 3 Tage am Stück, dass ich wirklich sehr, sehr schlimme Kopfschmerzen hatte. Und ja, deswegen habe ich das auch einfach mal aufgeschrieben, um das euch zu erzählen. Ich weiß nicht, ob das normal ist oder ob das vielleicht einfach an den Tagen gelegen hat. Ich hatte jetzt sehr, sehr viel Stress in der Zeit und ja, aber ich hatte auf jeden Fall Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, ob das vom Baby kommt oder nicht. Ja, und was mich immer sehr, sehr doll plagt seit Anfang der Schwangerschaft, ist Haarausfall. Also ich verliere wirklich jeden Tag total viele Haare. Morgens, wenn ich aufstehe, ist mein ganzes Bett voll. Wenn ich meine Haare kämme, ist die ganze Bürste voll. Und allgemein habe ich immer überall, zum Beispiel jetzt hier, einfach mal überall Haare hängen. Und das ist einfach echt nicht mehr schön. Also du fässt dir einmal durch die Haare und hast die ganze Hand voll mit Haaren. Das ist wirklich eklig und ja, es stört einen auch total, weil überall diese Haare sind, die du einfach nur noch weg haben willst. So wie hier auf meiner Hose. Das ist echt total ätzend. Was dagegen machen? Ich weiß nicht, was man dagegen machen kann. Oder ob man da was machen gegen sollte, weil es ja wirklich nur mal hormonbedingt ist durch die Schwangerschaft jetzt. Und ja, viel machen dagegen kann man, denke ich, auch nicht. Ja, das war erstmal so zu den Symptomen, die wir haben. Jetzt messen wir noch einmal den Bauchumfang und dann schauen wir mal, wie groß der Bauch gewachsen ist. Also, ich habe hier mal wieder unser kleines Messband. Letztes Mal, Leute, wo waren wir da? 77, glaube ich. Schauen wir mal, wo er heute ist. Auspacken hier. Also, so sieht es aus. Tada. Jetzt messen wir mal. Ich glaube, es ist geschrumpft. 65 zeigt er, 75 zeigt er. Aber es ist auch nicht an der Hüfte genau, also eher so am Bauchnabel und 76 cm. Aber ich finde es schon eine ganz schöne Kugel. Wenn man mal so guckt. Und langsam ist sie auch durch die ganzen Klamotten sichtbar. Also man kann sie nicht mehr verstecken. Ja, mein Lieben, und das war's dann auch. Das war der Bauchumfang und mein kleines Bäuchlein. Ich hoffe, euch hat dieses kürzere Schwangerschaftsupdate mal gefallen. Ich glaube, aber ihr habt alles Wichtige erfahren. Leider kein neues Ultraschallbild, weil wir, wie gesagt, nicht beim Frauenarzt waren. Aber dafür gibt es im nächsten Update dann eins. Beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob ich. Ja, ich muss leider noch 3 Wochen jetzt warten auf den nächsten Termin. Und ich glaube, dazwischen kommt nochmal ein Update ohne Ultraschall. Aber dann auf jeden Fall gibt es ein Ultraschallbild für euch. Mal schauen, wie groß das Baby denn ist. Laut meiner App soll es ja 10 cm sein. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ja, mein Lieben, jetzt quatschen wir gar nicht mehr lange. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!